Hallo Christian, das gefällt mir, dass du Zeit hast, heute zu mir aufs Bankerl sitzen. Du bist ja nicht nur Bauer und hast daheim Ferien am Urlaub am Bauernhof. Das ist eigentlich in unseren Breiten da nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber du hast auch noch ganz einen ungewöhnlichen Nebenberuf. Das kann man so sagen, weil du bist bei uns der Totengraber. Aber du bist ja nicht der Totengraber nur für Altmarkt, sondern wie viele Pfarren betreust du mit? Ich betreue die Pfarren, jetzt warte einmal, Forstau, Rotstadt, Altenmarkt, Flachau, Hüttau und St. Martin und Werfen und in Hütschlag fahre ich auch noch einige Gräber machen. Gott, das hoffentlich sterben jetzt viele Leute auf einmal, das müssen sie sich da gut einteilen. Es war, sagen wir so, es war sonst viel, aber es geht sich wegen denen aus, weil halt relativ viele Urnen oder mehr Urnenbestattungen werden und jetzt komme ich um und um, sonst war es zu viel, das muss man sagen, ja genau. Aber so passt es für mich, für daheim dazu, genau. Yeah. Und ja. Wie halt bist du zu dem außergewöhnlichen Job, sage ich jetzt mal, zu dem Beruf gekommen? Ich bin zu dem Beruf aus dem Grund gekommen, weil ich mache es in der zweiten Generation, ich habe es von meinem Vater übernommen. Und ja, wir haben halt als Kind auch mithelfen müssen und bin so eingewachsen. Ich war früher Zimmerer, habe ich gelernt. Und irgendwann war halt noch die Frage, tue ich das weiter oder nicht? Und der Vater hat es 30 Jahre mit der Hand getan. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich es tue, nur mit einem Gerät und das gibt es eben heute alles und habe mich da auch informiert und habe mich da mechanisiert und so ist das dann entstanden und die anderen Gemeinden sind halt auch teilweise Gemeinden, wo noch Totengräber mit der Hand gegraben haben und dann war es einer da gerade einer mit der Maschine und dann gefreut sind nicht mehr und so ist halt das dann geworden, also, und für eine Gemeinde zahlt sich eigentlich die ganze Mechanisierung gar nicht aus und so passt halt das, ja genau, so ist das entstanden. Christian, da hat sich sicher viel verändert, eben, du hast schon gesagt, früher dein Vater hat mit der Hand noch gekommen. Hast du da sonst auch noch irgendwas Außergewöhnliches schon mal erlebt oder irgendwas, was man sagt, na boah, das vertragt nicht jeder? Ja, ich mein, alles kann ich jetzt nicht verdienen. Nein, es ist natürlich keine schöne Arbeit, aber ich sehe es halt als ehrenvolle Arbeit, das ist die letzte Ehre für Menschen. Und ja, weil du sagst, jetzt weil du das ansprichst, ich habe jetzt von 3 Wochen wird es ungefähr aus sein, ein Aushilfsgrab einmal gemacht, wo ich noch nie gegraben habe, in Fitzmoos. Und Fitzmoos ist ja bekannt für einen schlechten Boden, also es ist einfach so lehmig und Wasser und alles. Und da haben sie mir gesagt, also der Berufskollege hat mich angerufen, ob ich nicht ein Grab machen konnte und so. Und gesagt, ja, auf alle Fälle, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das, ist eh klar. Und jetzt bin ich halt dann eingefahren und da ist ein Grab, ein bestehendes Grab gewesen, da wo es aber schon ewig aus war. Also es war angeblich laut auf der Inschrift von Greiz 110 Jahre aus. Nein. Und die Leute haben mir erzählt, das war ein Bergsteiger, auf der Bischofsmützen ist der gewesen und ist angestürzt und ist irgendwie so blöd gefallen, dass er zurückgefallen ist und ist sich mit dem Schuh in ein Felsding so eingekackelt und ist dann da oben gehängt und man hat halt noch das gewusst oder sie haben dann das Nachding. Er hat dann irgendwann den Schurch aufgemacht, aber er hat nicht mehr die Kraft gehabt, dass er sich aufgezogen hat und ist von Schurch rausgefallen und ist auf der hinteren Seite angekugelt. Und sie haben ihn halt noch geborgen, er war schon tot und den Schurch haben sie aber dann auch dazu da. Und auf alle Fälle bei den Grab sind halt die 2 Bergschurchen dann raus. Die habe ich halt alle 2 ausgekommen und habe halt auf den gedacht, das war halt ein besonderes Erlebnis. Ja, genau. Ja, das denke ich mal. Danke, Christian. Ja.